Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf dem Stunt-Scooter-Kanal. Heute ein sehr, sehr besonderes Video, denn wir unboxen heute die nagelneuen Double Five Scooter, die jetzt auch schon im Shop tatsächlich verfügbar sind. In drei Farben, einmal Blue Orange, Green Orange und Schwarz Neochrom. Genau. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einer Farbe an. Also wir wissen jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht, welche Farbe in welchem ist. Wir haben gar keine Ahnung. Ich würde sagen, ich stelle den jetzt einfach mal runter. Ja. Und den stelle ich jetzt auch mal runter. Fangen wir mit dem hier an. Genau, würde ich mal sagen, komm, machen wir vorsichtig auf hier. Ich mache ja auch schon mal. Okay, hier ist ein bisschen was geklebt. So. So. Ich? Oh Mensch, du machst alles kaputt, ey. Ja, ich kann ja auch nichts dafür, ne? Das ist hier viel zu gut verpackt für mich. Ich bin nicht so gut dafür. Lieber schnell aufreißen, ne? Ja, ja. So. Alter, wir haben hier einmal sogar Anacuda Sticker. Sehr nice. Die lege ich mir natürlich erstmal weg. Genau, so. Und dann können wir wieder mal weitermachen hier. Wie ist das denn? Genau. Ah, okay, das zieht man hier einfach raus. Ja, und dann sehe ich auch schon orangener Lenker. Genau. Aha. So, das ist hier, also wir gucken mal ganz kurz. Alter. Okay, hier ist der Scooter, aber das ist nicht das Einzige, was hier drin ist. Und zwar haben wir hier noch, boah, okay, das muss ich wirklich sagen, ist wirklich nice. Weil hier haben wir jetzt zum Beispiel, ich halte das mal so ein bisschen in die Kamera. Hier haben wir jetzt auch noch Werkzeug dabei. Also hier sehe ich einmal einen 4mm Imbus. Für die Bremse? Genau. 4mm ist mal Bremse. Genau, 6mm ist für die Achsen. Und dann haben wir hier noch so einen 13er Nuss zum Kontern. Genau. Auf jeden Fall. Und was man auch dazu sagen muss, hier sind auch noch Spacer mit dabei. Für das Deck. Für die Hinterachse, oder? Genau. Ja. Das ist, wenn man dicke Reifen fahren möchte. Ach, ehrlich? Also die Anacuda Wheels gibt es zum Beispiel auch in normal 24mm breit. Und 30 breit. Genau, und 30mm breit. Und dann kann man jetzt hier auch die 30mm breit fahren. Ja. Das müssen wir nochmal schauen. Ich würde sagen, ich hole mal. Sieht schon sehr, sehr nice aus. Ja. Also, wir sehen tatsächlich die Roller jetzt auch in, ich sage mal, Real Life hier so das erste Mal. Ja, also ich muss sagen, das Deck, das leuchtet auf jeden Fall mir direkt ins Auge. Das sieht sehr, sehr geil aus. Ich würde sagen, wir brauchen hier einmal eine Zange. Ich hole mal eine Zange. Sehr gut. Die Dino holt auf jeden Fall mal eine Zange. Dann mache ich hier schon mal die Basic-Sachen weiter. Wir haben hier, man sieht auf jeden Fall schon mal, wir haben hier das HIC-Compression-System schon mal verbaut. Das ist sehr, sehr gut. So. Ja, mehr kann man jetzt auch tatsächlich schon gar nicht mehr ohne Schere machen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, warte ich mal auf die. Eine Ewigkeit später. So. Ich konnte tatsächlich keine Schere finden. Dafür habe ich aber was gefunden, womit man es glaube ich auch aufkriegt. Ich würde sagen, Flex. Ja, wir brauchen mal ganz vorsichtig. Okay. Und hier vorne haben wir auch noch eins, glaube ich, ne? Ja, warte. So. Sehr schön. Dann haben wir die auch mal auf. Ja. Dann können wir sogar Deck und Bar trennen. Genau. Ich würde sagen, wir machen eins nach dem anderen. Du machst erstmal das Deck hier. Okay, dann fange ich jetzt mit dem Deck an. Das reißen wir mal hier vorne auf. Das ist eh schon noch. Zack. Boah, die Farbe sieht. Alter! Ey, die sieht richtig krass aus. Ja. Das kommt jetzt erstmal weg. Das ist krass. Ja. Okay. Also, hier ist schon mal ein kleiner First Look, sag ich jetzt mal. Aber noch dürft ihr nicht alles sehen, denn. Genau, den mache ich jetzt einfach mal. Der ist auf jeden Fall echt gut verpackt, sodass da wirklich keine Kratzer rankommen können. So, und auch die Clamp ist hier auch schon direkt formatiert. Sehr nice. Sehr, sehr geil. Also tatsächlich, Freunde, wenn ihr den Scooter bestellt, das ist so gesagt, ihr müsst wirklich nur den Lenker draufpacken und ihr könnt direkt losfahren. Sehr, sehr geil. Also, so, ich mega. Boah, kennst du die gerade schon? Oh. Alter. Der ist auf jeden Fall mit Liebe verpackt. Junge. So, hier sehr haben wir jetzt den Lenker. Also ich muss ehrlich sagen, die Farbkombi so mit den schwarzen Griffen dazu richtig und diesen poppigen Orange, das sieht wirklich geil aus. Vor allem dann auch hier matchen natürlich zu der Fork, die ist auch in diesem gleichen Orange. Also ich muss sagen, ich finde auch das Deck Colorway richtig geil. Also das ist ja erst das erste Colorway und ich muss ehrlich sagen,
Ich könnte mir nicht vorstellen, wie es besser sein könnte. Ja, ist es echt ist so. Richtig nice. Ich würde sagen, du kannst hier mal die Rechte stecken. Pack hier mal kurz das Werkzeug aus. Achso, vielleicht sollten wir auch die Klappe erstmal natürlich lösen. Ich fuchs. So, hier. Das ist der 6 mm Inbusschlüssel. Genau. Das ist auch tatsächlich sehr nice an dem Complete zu sehen. 6 mm Klemmschrauben. Das sieht man tatsächlich recht selten. Ja, ist aber tatsächlich schnell aus. Genau, ist natürlich viel geiler, weil die Nudeln halt nicht so schnell aus. So, jetzt ganz kurz mal hier auf dem Boden. Jawohl. Das seht ihr jetzt natürlich nicht. Ihr müsst uns einfach mal glauben, dass wir jetzt die Lenker drauf machen. So. So, gerade ist er auch. Jawohl. So, dann mache ich den jetzt hier mal fest. Ja. Immer dran denken beim Festziehen, immer abwechselnd. Also erst die eine ein bisschen anziehen. Genau, und dann die dann andere. Dann die untere und dann natürlich wieder im Wechsel, bis es dann irgendwann so fest ist. Warte mal, ich ziehe noch einmal. Nochmal? Soll ja auch halten. Du bummst ja richtig fest. Also die 6 mm Schrauben, die kann man wirklich ein bisschen fester ziehen als die 5 mm. Die halten wirklich ein bisschen mehr aus. Ja. Und dann haben wir hier tatsächlich auch schon den Scooter. Genau. Wir können ja mal, warte mal, wir können ja mal ganz kurz demonstrieren, wie das Werkzeug hier, das wir ja immer ganz kurz zeigen, dass das genau hier auch passt. Also hier zum Beispiel, jetzt bei der Vorderachse, nehmen wir einmal die Nuss und einmal auch wieder den 6 mm Inbusschlüssel. Können jetzt hier einfach mit der Seite dran und mit der kontern. Und ach, das ist aber perfekt festgezogen. Hier alles schon fest, ja. Das gleiche Spiel ist natürlich auch an der Hinterachse. So kontern wir hier wieder. Aber das ist auch fest, also da braucht ihr eigentlich nichts mehr dran drehen. So, dann würde ich auf jeden Fall jetzt mal sagen, machen wir noch einen Drop-Test. Und zu diesem Drop-Test kriegt ihr auch noch mal ein paar Close-Ups zu diesem Roller. Aber Freunde, natürlich nicht vergessen, wir reviewen diesen Scooter auch noch. Das heißt, ihr seht ein komplettes Video, ihr seht die ganzen Maße vom Deck, Lenker, Gewicht, allen drum und dran, alles was natürlich dazugehört, alle Farben. Wir haben jetzt aus Zufallsprinzip natürlich jetzt diesen ausgepackt. Dann würde ich jetzt mal sagen, schnacken wir gar nicht lange. Wir machen direkt den Drop-Test und ein paar Close-Ups. Genau, und wir sehen uns dann zum Schluss nochmal. Genau, let's go. So Freunde, hier sind wir jetzt beim Drop-Test. Ich denke mal, ihr wisst alle, wie das funktioniert. Also fange ich einfach mal direkt an. Boah, also ich muss ehrlich sagen, ich habe selten einen Scooter gehört, der sich so schön anhört. So Freunde, wir sind wieder da. Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, dass euch der kleine Scootporn hier gefallen hat mit so ein paar Detailaufnahmen. Wenn es euch gefallen hat, dann auf jeden Fall liken und natürlich abonnieren nicht vergessen. So ist es. Und wenn ihr natürlich mehr von diesem Scooter sehen wollt, dann auf jeden Fall nächste Woche wieder einschalten. Da gehen wir nämlich nochmal im Detail auf den Scooter ein, welche Parts was sind, wie groß alles ist, von wo bis wo der Scooter circa ist, wo der Preis sich liegt. Genau, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, ne? Den Scooter könnt ihr natürlich in der Beschreibung auschecken, wenn ihr ihn kaufen wollt. Dann würde ich jetzt mal sagen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.